So, Montag, der 9. Januar 2017. Und ich befinde mich hier an historischem Ort. Das ist hier die Universität Mainz. Und da hinten ist das Kernchemische Institut, ehemaliges Kaiser-Wilhelm-Institut. Heute Max-Planck-Gesellschaft. Und das wurde 1946 aufgebaut von einem berühmten Wissenschaftler, der Fritz Strassmann, einer der Mitentdecker der Kernspaltung. Der hat hier in diesen Häusern gewohnt. 1980 ist er verstorben. Da drüben befindet sich ein Versuchsreaktor, der 1967 von Otto Hahn und Fritz Strassmann eingeweiht wurde. Der hat so viel PS wie mein Auto. Dient primär dazu, als Neutronenquelle zu fungieren und alle möglichen Materialien mit Neutronen zu beschießen, sozusagen. Mainz hat ja durchaus eine Geschichte, was diese ganze Atomgeschichte angeht. Die ersten Atomwaffen auf europäischem Festland sind hier in Mainz der Öffentlichkeit vorgestellt worden, diese Atomkanone am Gonsenheimer Sand. Und es waren auch ordentlich die Sprengköpfe wahrscheinlich im Oberäumer Wald. Gut, hier dieser Strassmann, der Enrico Fermi hat 1934 Uran mit Neutronen beschossen. Und da hat er dann wohl auch das Uran gespalten. Er konnte das aber nicht erkennen. Er ist von was ganz anderem ausgegangen. Er dachte, das Uranatom wird größer. Also nimmt um einen, wird Plutonium. Ja? Also er wusste nicht, dass das Uran durch Neutronenbeschuss gespalten wurde. Und das war jetzt die Leistung von Otto Hahn und speziell Fritz Strassmann, der in erster Linie Chemiker war. Der hat dann diese Proben, die der Fermi, der Konstrukteur des ersten Kernreaktors, erzeugt hat, diesen Protonenbeschuss, haben die beiden analysiert, und der Fritz Strassmann hat also rausgefunden, dass eines der Folgeprodukte das Element Beryllium ist. Barium. Barium. Und das Uran zerfällt ja in Barium und Krypton. Und der Fritz Strassmann der war wirklich der Entdecker der Kernspaltung, das kann man wirklich so sagen, weil er als erster die Folgeprodukte analysiert hat. Die theoretische Einordnung hat dann die Lise Meitner gemacht, die bekam die Ergebnisse der Analyse und hat dann praktisch die theoretischen Erklärungen geliefert für die Spaltung von Uran. Und das ist von welthistorischer Bedeutung. Und dieser Herr hat hier gewohnt von 1946 bis 1980 und hat dort hinten dieses Institut gegründet. Ehemalige Kaiser-Wilhelm-Institut und dann heute Max-Planck-Institut für, weiß ich, anorganische Chemie oder so. Also faszinierende Story. Hier wurde praktisch Weltgeschichte geschrieben, beziehungsweise hier hat jemand gelebt, gearbeitet, gewirkt, der Weltgeschichte geschrieben hat. Ja. Faszinierende Story. Gut, okay, das war's. Ciao.